Chestnuts roasting. Jack Frost nipping at your nose. So I'm off. Herzlich willkommen zu Vlog Teil 2 von meinen Weihnachtsvlogs. Ich hatte ja im ersten Video schon erzählt, dass ich noch ein zweites Video machen möchte. Und das hier ist jetzt das zweite Video und basically ist es einfach die Woche vor Weihnachten. Wir haben einfach morgen in einer Woche Heiligabend. Ich bin irgendwie noch so ein bisschen fassungslos, wie schnell das jetzt ging. Aber ich freue mich natürlich mega auf Weihnachten. Ja, wie ihr in den Clips, die ihr gerade gesehen habt, schon vermutet habt, wird das ein sehr winterlicher Vlog. Es hat nämlich geschneit bei uns und ich kann es noch nicht so ganz glauben tatsächlich. Vor allem, weil ich diese Aufnahmen vorgestern gemacht habe und es liegt immer noch Schnee. Aber ich wollte euch, bevor wir jetzt gleich mit dem Vlog starten, nochmal ein paar Aufnahmen von gestern zeigen. Ich war nämlich gestern auf dem Feldberg. Wer den Feldberg nicht kennt, weil ich glaube, so bekannt ist er gar nicht. Der Feldberg ist so ein Berg in der Nähe von Frankfurt. Das liegt im Taunus, glaube ich. Und ich meine, das ist der höchste Punkt in der Nähe von Frankfurt auch. Auf jeden Fall ist es der Punkt, wo immer am meisten Schnee liegt im Winter. Und ich hatte gestern keine Uni, weil meine Professorin krank war. Und dann habe ich mich kurzfristig entschlossen, dahin zu fahren. Und es war so unglaublich schön und ich habe so schöne Videos aufgenommen. Deswegen wollte ich euch die jetzt nochmal einblenden. Ich hoffe, die gefallen euch. Es ist sehr winterlich geworden auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch die jetzt mal. Also wir sind gerade auf dem Feldberg. Es ist super, super kalt, aber gebt euch mal die Aussicht. Sieht einfach an wie in so einem Ski-Resort. Sieht so schön hier aus. Und das Wetter ist voll gut. Ich lieb's. Das waren die Aufnahmen von gestern. Es war so unglaublich schön. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich einfach das liebe, wenn es so winterlich ist und die Sonne scheint und der Schnee glitzert. Es war wunderschön. Und tatsächlich fahre ich auch morgen da nochmal hin, weil ich nämlich mit Freunden dort Schlitten fahren gehen werde. Da werde ich euch auf jeden Fall auch dabei mitnehmen. Und ich hoffe, das wird genauso schön, wie es gestern war. Wahrscheinlich wird es ein bisschen voller, weil wir morgen Samstag haben. Aber wir gehen relativ früh. Das heißt, ich hoffe, dass da noch nicht so viel los ist. Wir haben heute den 16. Dezember. Und ich dachte mir, ich nehme euch jetzt einfach die Tage mal so ein bisschen mit. Ich fahre demnächst nach Hause zu meinen Eltern. Ich hoffe, ich kann mit meinen Eltern den Tannenbaum schmücken und die haben noch nicht ohne mich angefangen. Aber da werde ich euch auf jeden Fall auch dabei mitnehmen. Heute Abend treffe ich mich noch mit zwei Freunden. Ich nehme euch auf jeden Fall jetzt die nächsten paar Tage ein bisschen mit und ich hoffe, euch gefällt das Video. Wir haben mittlerweile kurz vor 5 und ich fahre jetzt gleich los. Ich habe mich all ready gemacht. Ich habe so einen schwarzen Cardigan an und noch so einen schwarzen Top drunter. Und einfach eine ganz normale Jeanshose. Und ich freue mich außerdem, es ist draußen so schön. Aber yes, ich fahre jetzt los. Chestnuts roasting. Jack Frost nipping. Good morning, wir haben heute Samstag. Ich habe gestern jetzt nicht mehr so viel mitgefilmt, weil war auch nicht viel Spannendes passiert ist. Aber ich war mit Freunden essen, es war mega schön. Und ich mache mich jetzt auf den Weg zum Schlittenfahren. Ich bin auch schon properly dressed. Sieht gerade nicht danach aus.
Aber ich bin angekuschelt. Ich habe eine Thermoleggings unter meiner Jeans an. Ich hoffe, das passt. Ich habe versucht, nur ein bisschen weitere Jeans anzuziehen, weil ich mal gehört habe, dass man irgendwie unter so Lagen immer so ein bisschen Luft oder Platz braucht, damit die Zirkulation funktionieren kann. Weil ansonsten, wenn alles so eng auf eng ist, dann bringt es anscheinend gar nichts. Und dann habe ich einen Longsleeve an und so einen grünen Pulli drüber. Und dann ziehe ich noch meine Jacke an und die ist auch ein bisschen fluffiger. Das heißt, ich hoffe, mir ist auf jeden Fall warm. Das Wetter gerade sieht bescheiden aus. Warte, kann ich euch das zeigen? Ich zeige euch das mal schnell. Der Himmel ist halt einfach komplett grau. Aber es soll angeblich auf dem Feldberg schönes Wetter sein. Ich hoffe aufs Beste. Ich fahre jetzt gleich los. Ich wollte gar nicht so lange ein Intro machen. Ich kann euch ja nochmal zeigen, wie mein Outfit so aussieht. In letzter Zeit trage ich echt gefühlt nur so Basic-Dinger. Aber ich habe halt, wie gesagt, nur so einen grünen Pulli an. Den habe ich mal von Stradivarius gekauft. Letztes Jahr, glaube ich, irgendwann. Und halt so ein, das sieht man jetzt nicht, aber so ein schwarzes Langarm drunter. Und dann noch so eine blaue Hose. Und die ist, wie gesagt, hier ist sie zwar relativ eng, deswegen war ich da ein bisschen besorgt. Zumindest ist sie halt da unten dann ein bisschen weiter. Das heißt, da sollte es kein Problem sein. Und dann fahre ich los. Ich wollte noch schnell mein Türchen aufmachen, bevor ich fahre. Heute ist der 17. Heute war das hier drin. Das ist so von Hello, so Cookies and Cream Schokolade. Ich liebe diese Lindt Hello Schokolade, die schmeckt so lecker. Ich habe ja übrigens auch schon so eine kleine Sammlung, weil ich nicht jeden Tag gleich das esse, was drin ist. Und ich habe sogar noch einen ganzen Weihnachtsmann. Und so Pralinen, da ist aber schon die Hälfte weg. Die werden aber mega lecker. Der coole Schritten. Boah, ey. Hier ist es schon sehr steil. Ja. Ich weiß nicht, ob ich gerne von ganz oben fahren würde. Weißt du, wie man bremst? Weißt du, wie man lenkt? Okay. Bist du bereit? Ja. Und wenn nicht, flieg einfach auf die Seite. Oh, ist schnell. Oh oh. Ich bin endlich daheim, wie man sehen kann. Das letzte, was ich mitgefilmt habe, war von Samstag. Und ich bin jetzt bei meiner Family. Irgendwie habe ich auch super viel die Woche zu tun.
Aber ich fange jetzt gleich damit an und arbeite mal ein paar Punkte von meiner To-Do-Liste ab. Und dabei nehme ich euch heute mit. Ich fahre euch in die Stadt gleich und kaufe jetzt ein Weihnachtsgeschenke und noch so ein bisschen Kram, den ich halt brauche. Wir haben mittlerweile Mittwoch. Also heute ist der 21. Dezember. Krass, es ist einfach in 3 Tagen Heiligabend. Wie komisch. Was wir jetzt aber machen werden, ist, wir werden meine kleinen DIY-Geschenke machen. Also, was ich meinen Verwandten so als kleines Ding schenken möchte. So meiner Großtante, meiner Großcousine und so weiter. Und auch so generell so, wenn ich für jemanden was Kleines haben will, dass ich das dann einfach verschenken kann. Ich habe damit gestern Abend schon angefangen. Ich nehme euch jetzt aber dabei mit. Wir haben zum Glück jetzt nämlich mal Tageslicht. Gestern Abend war es halt schon dunkel. Und es ist zwar nicht super hell, weil einfach mega schlechte Wetter ist, aber ist ja egal. Und dann will ich noch Geschenke einpacken. Und heute Abend stellt mein Papa den Weihnachtsbaum auf. Das heißt, ich werde den entweder heute Abend noch oder morgen dann wahrscheinlich eher dekorieren. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Und ansonsten gehen wir jetzt mal runter in die Küche und fangen an, die Schokolade zu machen. Das sind bisher die 3 Tafeln, die ich gemacht habe. Also ich habe versucht, die alle so ein bisschen anders zu machen. Zum Beispiel, da habe ich Brezeln drauf, da habe ich noch Oreo drauf, da habe ich hauptsächlich so Nüsse und sowas drauf. Die Tafel ist auch noch nicht so zurecht geschnitten. Also ich werde diese Ränder da noch so schön abschneiden, dass es so wirklich auch rechteckig aussieht. Hier ist es mir ganz gut gelungen, aber vor allem hier ist es voll übergelaufen. Aber ist ja nicht schlimm, das mache ich dann einfach noch. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich dafür alles so verwende, also meine Utensilien. Zum einen, das habe ich euch ja in meinem ersten Vlog gezeigt, habe ich ja diese Schokoladen-Silikonform gekauft. Und die ist wirklich echt praktisch, also das war super, dass ich die gekauft habe. Ich wünschte, ich hätte 2 gekauft, dann würde es schneller gehen, aber gut. Dann habe ich so ein Metallblech darunter, einfach nur, dass ich die Silikonmatte dann gut rausstellen kann, damit das Ganze eben fest wird. Dann habe ich hier einmal weiße Schokolade, die habe ich bisher noch nicht verwendet, aber die will ich heute jetzt verwenden. Dann habe ich Oreos gekauft, so zur Deko halt. Habt ihr ja auch hier gerade schon gesehen. Ich finde, irgendwie macht das voll was her. Dann habe ich hier jeweils noch Schokolade. Ich habe einfach nur so Vollmilchschokolade, beziehungsweise hier ist halt Alpenmilchschokolade. Und hier ist noch so eine alte Vollmilchschokolade. Dann zur Verzierung habe ich einmal halt Brezeln gekauft. So goldenes Glitzerzeug. Man sieht das so ein bisschen, finde ich, auf den Tafeln. Also dieses kleine Zeug hier. Und da fand ich das irgendwie ganz süß. Passend zu dem Goldthema habe ich dann noch das hier. Das sind so goldene Streukugeln. Dann habe ich Haselnusskrokant noch da. Finde ich auch irgendwie ganz cool. Und als letzten Teil habe ich mir Studentenfutter einfach gekauft. Da sind nämlich verschiedene Nüsse drin, die ich halt haben wollte. Und halt Cranberries. Und fand ich halt mega praktisch, weil da kann ich dann halt einfach nur so ein paar Dinge rausnehmen. Die sind ungesalzen. Ich versuche seit 10 Minuten weiße Schokolade zu schmelzen und es funktioniert einfach nicht. Jedes Mal ist sie entweder fest oder die wird direkt verbrennt und wird zu so einem Klumpen. Oh, das nervt mich. Na gut, dann müssen wir es ohne machen. Oder ich lege so kleine Schokoladensplitter, so weiße rein, dass ich die so klein mache. Aber das funktioniert nicht. Das regt mich jetzt schon wieder auf. Also das ist jetzt die nächste Tafel. Ich habe einfach so weiße Schokolade drauf geraspelt. Keine Ahnung, so ein bisschen halt abgeschnitten. Und ich finde, es sieht eigentlich ganz schön aus. Und dann noch so 2 Brezeln, so als größere Deko. Und dann noch so kleine Nüsschen und so ein bisschen kleiner Deko-Kram drauf. Aber wir tun die jetzt mal raus zum Abkühlen. Ich werde jetzt
die Geschenke alle verpacken. Ich habe nämlich jetzt offiziell, bis auf ein einziges, alle Weihnachtsgeschenke. Ich bin sehr froh, dass ich das jetzt geschafft habe. Und ich werde mich jetzt dran machen, alles verpacken. Ich muss unbedingt aufpassen, dass ich nur die Sachen einblende oder euch nur zeige, wie ich was verpacke, wenn ich weiß, dass die Person das Video nicht guckt. Aber ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich habe ja gestern den Christbaum ausgepackt. Ich habe aber nicht mehr geschmückt, weil ich noch was für die Uni machen musste und dann hatte ich keine Zeit. Und dann dachte ich mir, ich mache das einfach morgen in Ruhe und danach. Und da freue ich mich so unglaublich drauf. Treffe ich mich mit zwei Schulfreundinnen von mir. Die eine Freundin habe ich schon so lange nicht mehr gesehen und ich freue mich so sehr, sie endlich wiederzusehen. Und die andere Freundin aber natürlich auch mega. Und wir gehen wahrscheinlich Pfannkuchen essen. Da freue ich mich auch mega drauf. Ich bin tatsächlich auch am Überlegen, ob ich nebenbei Netflix weiter gucke. Entweder Emily in Paris. Da bin ich halt ehrlich gesagt auch schon bei der 5. Folge oder so. Das kam mir gestern raus. Aber ich habe gestern Mittag und gestern Abend relativ viel geguckt. Aber ich will es eigentlich nicht weiter gucken, weil sonst habe ich schon fertig. Und irgendwie passt auch was Weihnachtliches besser. Also ich habe mich jetzt tatsächlich entschieden, A Christmas Prince zu gucken, weil ich das einfach schon vor lange nicht mehr geguckt habe. Tannenbaum ist jetzt fertig geschmückt. Es hat so 1,5 bis 2 Stunden gedauert. Irgendwie dauert es immer voll lange, obwohl man ja eigentlich nur so ein paar Kugeln aufhängt. Ich habe auch voll dumm einfach die Lichterkette als letztes dran gemacht. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Irgendwie habe ich das voll vergessen. Aber es hat zum Glück funktioniert. Eine Kugel ist einfach runtergefallen. Aber die hat nur unten so ein ganz kleines Loch. Deswegen habe ich die wieder aufgehangen. Ja, aber I'm finished. Ich bin sehr glücklich, dass jetzt unser Tannenbaum steht. Ich mache mich jetzt dann gleich fertig und fahre in die Stadt. By the way, wisst ihr eigentlich, was ich mega witzig irgendwie finde? In meinem allerersten YouTube-Video, das ich hochgeladen habe, das war übrigens auch ein Weihnachtsvlog, habe ich auch den Tannenbaum geschmückt. Das ist sogar mit denselben Kugeln und alles. Das heißt, das ist jetzt einfach das zweite Jahr sogar schon in Folge, dass ich das mache. That's the finish tree. Wir haben immer rosa Kugeln am Baum. Keine Ahnung. Aber I'm in love. Ich liebe einfach Weihnachtsbäume. Like frost nipping at your nose. Also ich habe mich jetzt ready gemacht, wie ihr sehen könnt, ich habe meine Haare gelockt und habe die so hier hochgebunden, weil ich irgendwie nicht wusste, was ich sonst machen soll, weil irgendwie alles nicht so geil aus. Und dann habe ich das blaue Oberteil an, was ich vorhin auch schon an hatte und halt so eine Flare Jeans und meine hohen Schuhe dazu. Ich war gerade dabei, das Video zu schneiden und mir ist einfach aufgefallen, dass ich einfach gar kein Outro mehr gefilmt habe, beziehungsweise, dass ich gestern einfach nichts mehr mitgefilmt habe, nachdem ich mit meiner Freundin in der Stadt war. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt tolle Feiertage. Falls ihr nicht Weihnachten feiert, dann einfach ein wunderschönes Wochenende. Ich kann euch noch nicht versprechen, ob ich es schaffe, vor dem neuen Jahr noch ein Video hochzuladen. Da werde ich euch aber wahrscheinlich auf Instagram dann nochmal updaten. Und ansonsten hoffe ich, ihr habt noch einen schönen Tag. Tschüss!